totes Mädchen in Hampstead Heath gefunden. Der Kaiser besucht London. Nach Ihnen kann man die Uhr stellen, Mr. Holmes. Normalerweise nur bei Kleinigkeiten, Forbes. Wenn mein Bruder ankommt, bitte schicken Sie ihn zu mir. Sehr wohl, Sir. Fünf Millionen Menschen leben in London, Watson, und nicht einer davon benötigt meine Hilfe. Eine ganze Woche ohne Arbeit, das ist unerträglich. Absolut unerträglich. Vielleicht finde ich in meinem Zimmer etwas Ablenkung. Zumindest bin ich da vor Ihren strafenden Blicken sicher. Holmes, ich muss protestieren. Ihre persönlichen Gewohnheiten interessieren mich überhaupt nicht. Das ist doch Unfug, Doktor. Ihre Augen verraten Sie, als ob ich eine Münze aus dem Opferstock gestohlen hätte. Herein? Das hier ist für Sie abgegeben worden, Mr. Holmes, von einem persönlichen Kurier, sollte ich hinzufügen. Vielen Dank, Mrs. Hudson, Sie sind ein Schatz. Hallo, das ist ja von meinem Bruder. Höchst erfreulich. Bitte triff mich im Diogenes Club. Ich brauche deine Energie, deinen Rat und deine Diskretion. M., eine recht kurze Mitteilung für solch ein strahlendes Lächeln. Was kann er nur wollen? Wer weiß, er ist so scheu wie ein Freimaurer und so genial wie Babbage, aber ein Gespräch mit Mycroft in seinem Club ist mit Sicherheit unterhaltsam. Vielleicht hat er Arbeit oder er braucht nur meine Hilfe bei dem Versuch, eine seltene Tabaksorte zu identifizieren. Schnappen Sie Ihren Hut, Watson, wir besuchen einen der merkwürdigsten Plätze in ganz London. Nach Ihnen, Holmes. Guten Abend, Gentlemen. Mr. Holmes erwartet Sie bereits. Vielen Dank, Forbes. Holmes, nein, nicht! Mycroft lebensgefährlich verletzt wegen eines Gaslecks. Solche Unfälle passieren einfach niemandem, den man kennt. Wenn ich etwas lese, wie 5 Wohnungen in Camden Town durch Unachtsamkeit niedergebrannt oder Omnibus zerquetscht 6 Passanten auf der Brixton Road, dann sind die unglücklichen Opfer nur Gott bekannt. Nennen Sie mir doch nur einen einzigen Namen von jemandem. Lestrade meint, solche Explosionen seien der Preis des Fortschritts. Irgendwo stimmt das wohl auch. Mycroft auf dem Sterbebett in Barts, geopfert auf dem Altar des Fortschritts? Der Inspektor ist unsensibel und ein völliger Idiot. Beruhigen Sie sich, Holmes. Vielleicht straft Ihr Bruder die Ärzte Lügen. Warum, glauben Sie, hat er sie in den Diogenes Club gebeten? Vielleicht mag er meine Gesellschaft. Manchen Menschen passiert das. Wahrscheinlich war es irgend so eine flüchtige Laune. Er war halt so. Sollen wir versuchen, den Grund für seine Einladung herauszufinden? Welche Bedeutung könnte das noch für mich haben oder für ihn? Ich habe ihn verloren. Verzeihen Sie mir, Watson, ich möchte jetzt lieber allein sein. Ich habe keine Lust auf Arbeit. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Ich werde eine Möglichkeit finden, Sie von Ihrem Kummer abzulenken, mein Freund. Vielleicht hat Lestrade Arbeit für uns. Denn eins ist sicher, London muss immer darunter leiden, wenn Sie nichts zu tun haben. Und Sie sind eine Gefahr für sich selbst. Tch,
Tja, und da so, da schnarcht jemand. Da sind wir zu einem Retrofox. Und zwar zu dem Spiel, ne? Sherlock Holmes, das Geheimnis der tätowierten Rose. Oder besser gesagt, The Lost Files, die ungelösten Fälle von Sherlock Holmes. Das Geheimnis der tätowierten Rose. Ja, das Spiel ist 1996 auf den Markt gekommen, ist von Electronic Arts, hat man, glaube ich, am Anfang gesehen, und ist eines der, ich glaube, das ist das vierte, fünfte Spiel in der Reihe. Den Teil davor, The Lost Files of Sherlock Holmes, das Geheimnis der, was war das, irgendwas mit dem Skalpell. Das flutscht nicht so richtig bis jetzt. Deswegen machen wir gleich bei dem zweiten hier als Vorstellung weiter. Ich hatte es schon mal in einem Stream, oh mein Gott, vor 2 Jahren oder so, hatte ich das mal kurzzeitig angespielt. Aber wir wollen uns diesmal ein bisschen länger angucken. Und wer weiß, vielleicht wird ja auch daraus ein etwas längeres Let's Play. Es ist etwas ruckelig, also bitte hier nicht wundern. Also die Mauscursor-Geschwindigkeit habe ich nur in ScumVM richtig schnell bekommen. Aber in ScumVM habe ich massive Soundstotterer, die ich bisher nicht weggekriegt habe. Und das hört sich einfach nur bescheiden an. Und da ist das hier immer noch besser, was wir hier gerade zu uns, zu unseren Ohren bekommen. Ich werde mal jetzt hier kurz gucken. Ja. Achso, es gibt Texte, die sind nicht vertont, die werde ich dann versuchen zu verlesen. Ne? Von seinem Zeitungsstand aus verkauft der Händler die Times und die Sensationsblättchen mit dem gleichen Enthusiasmus und Erfolg. Aus Gründen, die nur er selbst kennt, hat der Zeitungsmann an seinem Stand reißerische, aber wenig fantasievolle Plakate angeschlagen. Okay. Diese laute und störende Schlagzeile wechselt täglich. Die beschauliche Baker Street schenkt dem Plakat eine nicht sehr wohlwollende Beachtung, wenn überhaupt. Zu jeder Jahreszeit wickelt Holmes bevorzugter Bote Wiggins seinen Hals in ein mottenzerfressenes, fadenscheiniges Stück Stoff wie dieses. So, hier ist Wiggins, mal gucken. Wiggins schläft in einer Ecke des Kiosks. Da er keine traditionelle Familie hat, die ihn ernährt und beschützt, muss er mit Fantasie seinen eigenen Weg durch diese Welt finden. Können wir irgendwas machen? Rechte Maustaste, kommt das Kontextmenü. Können wir in die Tasche zugreifen? Was haben wir denn alles hier Hübsches? Eine Brieftasche nimmt wertvollen Raum ein. Es ist allemal besser, in ihr ein paar Geldstücke und Scheine aufzubewahren, als diese nur in die Tasche zu stecken. Das ist richtig. Eine Geschäftskarte mit den üblichen Daten könnte dazu dienen, dem Gedächtnis eines zögerlichen Zeugen oder unzufriedenen, säumigen Klienten nachzuhelfen. Eine wohldosierte Menge Schacktabak und eine komfortable Brûlé-Pfeife sind bewährte Verbündete im Kampf gegen das Verbrechen und die Langeweile, welche bisweilen nahe beieinander liegen. Bradshaws Eisenbahnfahrplan ist unentbehrlich für jenen, der ohne großes Studium in die byzantinischen Geheimnisse des Reisens eindringen will. Mycrofts kurze Nachricht lautet: Sherlock, unterstützen Sie mich bitte so bald wie möglich, oder du, ne? Also ist you, er, also du und sie ist leider immer so ein Übersetzungsproblem. Ich verlasse mich auf Ihr Urteilsvermögen und Ihre Diskretion. Die Botschaft ist wie gewohnt hintergründig. Für Mycroft sind Papier und Tinte von größerem Wert als Diamanten. Okay. Hier ist noch ein Kiosk. Ach, das hatten wir schon. So, dann gucken wir mal und schauen uns Wiggins an. Ach, das hatten wir ja. Wir wecken ihn mal auf. Wiggins. Wiggins, mein... Da ist er ja, der Kleine. Ja, aber über den Schal rum. Genau, es ist frisch hier. Es ist frisch hier auf der Straße. Kaum! Was haben Sie auf dem Herzen, Doktor? Wieso Herz? Sagt man doch so. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie einen Auftrag für mich? Oh, ich verstehe. Auf dem Herzen. Nein, nein. Kein Auftrag im Moment. Das ist aber nicht gut. Haben wir irgendwas anderes? Oder können wir uns jetzt anschauen? Wiggins ist ein äußerst geschickter Junge mit einer ausgeprägten Abneigung gegen Seife und jegliche Art von Autorität. Es gibt wenig, was er nicht für Holmes tun würde. Für den richtigen Preis. Versteht sich, ne? Es ist schon spät, mein Junge. Wird dich niemand vermissen? Mr. Jonas kümmert sich besser um mich, als es meine Mutter könnte, wenn ich sie noch gekannt hätte. Kann ich etwas für Sie tun?
Nein, tut mir leid. Bin nicht ganz ich selbst heute. Der Bruder von Mr. Holmes ist verletzt worden. Elendes Pech. Ist der schlimm dran? Ja, und Mr. Holmes ist völlig außer sich, nicht in der Lage zu arbeiten. Noch elenderes Pech. Durch Rumsitzen brennt so eine Trauer richtig fest. Genau, was ich dachte. Ich will ihn wieder aufrütteln. Etwas finden, das seinen Intellekt beschäftigt. Schwere Aufgabe. Was für andere ein Berg ist, stellt für ihn nur einen Maulwurfshügel dar. Inspektor Lestrade schnüffelt hier öfter rum. Vielleicht braucht der Yard Hilfe? Gute Idee, mein Junge. Ja, das werden wir auch angehen, ne? Was haben wir noch? Ach, aber hier. Es gibt etwas, das du tun könntest, um Mr. Holmes zu helfen. Was? Wenn er das Haus verlässt, folge ihm und erstatte mir Bericht. Er ist nicht ganz er selbst. Ihm heimlich hinterher schnüffeln? Na klar, da hatte ich heimlich. Ist bewundernswert zutreffend. Doch heimlich. Na klar, haben wir doch irgendwas hier. Hast du Mr. Rigby hier gesehen? Er ist zu Hause. Träumt von dem Kram, der in seinen Zeitungen steht. Manchmal liest er mir was vor. Eines Tages wird er es mir beibringen. Okay. Das war's, okay. Gut, was haben wir hier? Kieselsteine. Der einfallsreiche Wiggins hat mehrere gleichförmige Kieselsteine zusammengesucht. Vielleicht verwendet der arme Junge sie als Spielzeug. Oder aber auch für was anderes. Eine Straßenlaterne. Man kann nur innigst hoffen, dass diese archaische Gaslaterne bald durch einen effizienteren und günstigeren elektrischen Nachfolger ersetzt wird. Ja, was mit Gas passiert, haben wir ja erlebt, ne, im Intro. Diese Verandatüren bieten den Bewohnern des Hauses 221b eine schöne Aussicht auf die Baker Street. Verandatüren, das ist noch ein Fenster hier. Die Wohnung hinter diesem Fenster ist derzeit nicht bewohnt, aus Gründen, die besser vertraulich behandelt werden. Noch ein Fenster. Hinter diesem Fenster erkennt man einen Teil von Mrs. Hudsons makellosem Wohnzimmer. Ach, Mrs. Hudson. Okay, ist auch das Wohnzimmer und hier ist der Ausgang zur Stadt. Ich glaube, wir sollten... Oh, dumm. Die unhygienischen Ausscheidungen der Hansen-Kutschpferde verschmutzen die Straßen der Stadt. Und keiner macht sauber, ist klar. Gut, wir gehen zur Stadt. Können wir doppelklicken? Nein, wir können nicht doppelklicken. Also keine Schnellbewegung an den Bildschirm ran. Das ist die Baker Street. Oh. Ach du Gott, warte mal. Das ist ja... Hier müssen wir sehr sensibel mit der... Oh, guck mal, vor allem, hier ist die Maus jetzt total schnell, aber im Spiel ist es total langsam. Na gut, wir fahren nach Scotland Yard. Guck mal, hier ist sie wieder, ne, seht das? Okay, was haben wir denn hier alles? Wir haben ein Verbotsschild. Trotz Orgies Karren und der Kundschaft, die er anzieht, erinnert das kein Herumlungernschild den gelegentlich vorbeischlendernden Passanten nachdrücklich daran, dass das CID... offiziell das Rumtrödeln in diesem Distrikt missbilligt. Die vergitterten Fenster legen den Verdacht nahe, dass dieses Revier der Metropolitan Police vielleicht zeitweise die überzähligen Kriminellen aus dem Pentonville-Gefängnis beherbergt. Ein Hydrant. Dieses unelegante Stück Gusseisens, bekannt als Wasserhydrant. Das Ventil kann an einen Wasserschlauch angeschlossen werden und mit dem Wasser kann man Brände löschen. Dr. Watson. So, Police Constable. Constable, ich würde gern mal mit Inspektor... Unmöglich! Was nochmal? Nein, was ist hier passiert gerade? Inspektor Lestrade könnte etwas haben, um das sich mein Freund kümmern sollte. Gehen Sie weiter, Sir. Wir wollen doch keinen Ärger, oder? Habe ich hier vielleicht aus Versehen eine Taste gedrückt, dass das übersprungen wurde? Das ist sehr, sehr, sehr ungünstig. Kleiner Moment mal ganz kurz. Ich habe natürlich das Problem, dass ich noch nicht mal einen Speicherstand habe. Sonst hätten wir das wiederholen können. Okay, da ist nichts weiter. Mist, wir haben Dialog verpasst. Immer wachsam steht ein Police Constable wie festgemauert auf seinem Posten vor dem Revier der Metropolitan Police. Okay, wir müssen also rein. Wir schauen mal, was wir hier machen können. Ein Straßenhändler. Was gibt es Neues in der Stadt, Orgy? Na, so ganz alleine unterwegs, guter Doktor. Wollen Sie mal ein Ründchen zocken? Heute nicht. Im Moment nicht nachzumachen. Genau. Ah ja, die Tragödie im Diogenes Club. Sie brauchen nichts mehr zu sagen. Mr. Holmes ist untröstlich, vermute ich mal. Ist völlig niedergeschlagen, wie ich auch. Sehr traurig, das zu hören, in der Tat. Nun, wie wäre es mit einem kleinen Ründchen, um die Laune ein wenig zu heben? Dies hier ist schließlich ein Glücksspiel. Nicht so, wie Sie es spielen, schätze ich.
Das stimmt. Aber er lässt keinen Versuch aus, ne, dass wir nicht doch spielen. Ich möchte in den Yard rein. Können Sie mir helfen? Ich kann Ihre Sorgenlast und Ihre Brieftasche erleichtern. Na. Können Sie auch den Constable ablenken? Keine Chance, Doktor. Er ist clever und umsichtig. Sie sind ja nur zu Besuch hier, aber ich muss hier leben. Okay. Wenn Sie irgendwelche Ideen haben, wie ich reinkommen könnte, lassen Sie sie bitte hören. Ich kenne sogar drei Wege. Für eine halbe Krone kennen Sie sie auch. Schreiben Sie es auf meine Rechnung. Los, reden Sie schon. Begehen Sie ein Verbrechen, heiraten Sie Lestrades Schwester oder ändern Sie Ihren Namen in Holmes. Na prima, die Auswahl zwischen drei Untaten. Bittsteller können nicht wählerisch sein. Nein, Sie dürfen stattdessen Ihr Geld zum Fenster rauswerfen. Genau. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Constable, eine Türe, Wagen. Dieses Gefährt nennt man Patrouillenwagen, wo deshalb, weil es Gruppen von Police Constables in die entferntesten Bereiche der City transportiert. Aber was machen wir? Für die halbe Krone gibt es aber auch noch alles, was Sie über die Explosion im Diogenes wissen. Die Polizei hält es für einen Unfall, was niemanden verwundert. Haben Sie Grund zu der Annahme, dass sie sich irrt? Der gesunde Menschenverstand wäre Grund genug. Aber die Wahrheit kostet Geld und die haben nicht mal für einen halben Penny rumgefragt. Hüten Sie sich vor Gratisinformationen, Doktor. Das könnten genauso gut Terroristen gewesen sein. Terroristen? Sonst noch irgendwelche großartigen Ideen, Orgi? Keine, für die Sie bezahlen würden, schätze ich. Noch irgendwas? Nee, leider nicht. Vielleicht können wir mit ihm nochmal sprechen. Wir könnten ja unsere Visitenkarte hinlegen. Oder wir können ihn anlügen. Ich glaube, ich habe eine junge Frau im Hilfeschreien hören. Sollten Sie nicht mal nachschauen? Ihr Gehör ist besser als das eines Blinden. Aber ich fürchte, da muss sie alleine durch. Ich habe meine Befehle. Okay. Ich werde mal was probieren. Ich werde mal gucken, wie mache ich das? Indem ich rechts draufklicke, ne? Oh, ich kann es nicht benutzen. Warum kann ich es nicht benutzen? Ich kann schau. Das ist übrigens ein Hund, ne? Bitte lassen Sie mich durch. Ich bin der Kollege von Sherlock Holmes. Den Namen kennen Sie doch sicher. Natürlich. Ist ja oft genug hier. Als ob ihm der Yard gehören würde. Aber wenn es ein Freibrief wäre, ihn zu kennen, dann hätte ich das halbe Newgate-Gefängnis hier drin rumlaufen. Das stimmt. Lestrades Vorname ist Giles. Nur seine engsten Freunde wissen das. Ich muss mit ihm sprechen. Verschwinden Sie! Oder ich lasse Sie abführen und vor den Magistrat in der Bow Street bringen. Du gefällst mir nicht. Komm, wir gehen einfach zur Türe. Nein, geht nicht. Diese Türe führt in den Flur des Hauptquartiers des Criminal Investigation Departments, des CID. Allgemein bekannt als Scotland Yard. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Wir können den Hydrant aufschrauben, wenn wir es denn könnten. Schautasche. Ah, warte mal, wir können hier die Tasche benutzen. Das benutzt man mit Geld. Oder? Ach, wir können immer die Tasche benutzen, ich Idiot. Naja, ist egal. Also, wir kommen hier anscheinend nicht weiter. Irgendwas fehlt. Dann gehen wir mal zurück in die Baker Street. Vielleicht kriegen wir dort jetzt irgendwelche Sachen, die wir brauchen. Denn wir haben ja noch keine weiteren Orte. Also, auf der Karte werden nach und nach, so wie auch im ersten Teil, also im ersten Adventure-Teil, also es gibt ja noch ein paar davor, werden die Sachen nach und nach auf der Karte, eingeblendet. Schauorte, Tatorte, hast du nicht gesehen. Deswegen gibt es halt nur die paar Möglichkeiten. Hier ist der Schal immer noch. Das hatten wir. Der schläft doch wieder. So, Wiggins, komm mal her. Du musst nur noch was erzählen. Oder können wir hier die Steinchen mitnehmen? Nee, können wir nicht. Wiggins... Wiggins, komm zu dir, bitte. Nicht komm zu mir? Okay, komm zu dir und dann zu mir, Wiggins. So, hast du noch mal was? Und bewegt sich irgendwas, Wiggins?
Nur das, was der Wind so vor sich hertreibt. Kein Zeichen von Mr. Holmes, keine Musik, kein Brüllen. Es muss ihm sehr schlecht gehen. Wiggins, er hat sich in seinem Schlafzimmer eingeigelt. Okay, wir gehen mal durch die Türe hier. Falls wir es können. Vielleicht können wir nämlich noch ein paar Sachen aus den Räumlichkeiten mitnehmen. Guck mal, hier ist, das ist nichts. Wir suchen das einfach mal alles ab. Hier gibt es nichts. Nichts. Und keine Musik vor allem gibt es hier. Warum gibt es hier keine Musik? Es ist so ruhig. Und es gibt hier, hier gibt es einen Sessel. Durch den permanenten Gebrauch ist der Bezug aus Samt schon verblichen. Ein roter Morgenmantel aus Seide liegt achtlos hingeworfen auf der Sitzfläche. Der Lehnenschoner könnte, wie üblich, mal wieder gewechselt werden. Zeitung. Unser Zeitungsverkäufer versorgt Holmes mit Tageszeitungen. Nachdem Holmes die Blätter durchforstet und vielleicht ein oder zwei Artikel für seine Unterlagen herausgeschnitten hat, landen sie entweder auf meinem Sessel oder werden dem Fußboden zur Aufbewahrung übergeben. Aber wir können ihn noch lesen. Mal gucken. Diese Stelle. Mein Gedächtnis hat mich nicht im Stich gelassen. In den heutigen Todesanzeigen stand nichts, was Holmes Interesse oder Aufmerksamkeit geweckt hätte. Okay, steht hier noch irgendwas anderes? Wir haben hier noch einen Labortisch. Mal gucken. Wir können ihn benutzen. Und stehen auch wieder auf, weil wir keine Ahnung haben, was wir sollen. Ich vertrödele hier nur meine Zeit. Es gibt nichts zu analysieren. Okay. Okay, das ist gut. Was haben wir hier? Schüre das Feuer. Bisschen kuschelig machen hier. Da ist einfach die Musik aus, ja. Das ist, was haben wir hier? Kamin. Hier haben wir noch eine Truhe. Eine Schlafzimmertüre. Diese Türe versteckt gnädigerweise Holmes unaufgeräumtes Schlafzimmer. Selbst Mrs. Hudson darf sie nur zum alljährlichen Auslüften durchschreiten. Oh mein Gott. Ach, Holmes, Holmes, Holmes. So, hier ist aber nichts weiter. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Da ist auch ein bisschen mehr Stimmung da draußen. Da ist nämlich Musik. Ja, was machen wir? Was machen wir? Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Was können wir tun? Wiggins können wir eigentlich nicht dort irgendwie hinschicken. Glaube ich jedenfalls. Geht es hier eigentlich drüben noch weiter? Ich gehe mal kurz hier, ob sich das hier bewegt. Nee. Da ist nichts weiter. Vielleicht müssen wir ihn hauen oder so. Oh. Constable, haben Sie irgendetwas Neues über die Explosion in der Pall Mall gehört? Wenn Sie Arbeit für Mr. Holmes suchen, haben Sie schlechte Karten. Der Diogenes-Fall ist abgeschlossen. Die Feuerwehr sagt, es war ein Gasleck. Aber manchmal, Constable, hört ein Mann in Ihrer wichtigen Position, ein Mann mit großer Autorität, Sachen, die andere Männer nie hören würden, Sie verstehen. Naja, einer der Jungs meinte, die Zerstörungen seien schon komisch, bei so wenig Gas und so. Und? Er sagte, es sehe aus, als sei in dem Club eine Bombe hochgegangen. Die Mitglieder waren schockiert vom Ausmaß der Zerstörungen. Außerdem habe ich gehört, dass Mr. Mycroft Holmes im Bart das Bewusstsein wiedererlangt hat. Soll ihm viel besser gehen. Oh. Und jetzt, Sir, gehen Sie bitte weiter. Okay, im Bart. Hast du noch was? Das heißt, der scheint wieder fit zu sein. Ich habe gedacht, der ist gestorben. So klang das. Ich werde mal ganz vorsichtig hier... da, guck mal. Da ist der Diogenes-Club. Und da ist das St. Bart's Hospital. Uiuiuiui. Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Wir gehen in den Diogenes-Club. Nee, ins St. Bart's Hospital. Uha. Patient auf der Bahre. Das St. Bartholomäus Hospital, auch bekannt als Barts, arbeitet mit der Universität von London zusammen. Vor vielen Jahren traf ich in einem der Laboratorien zum ersten Mal einen gewissen Sherlock Holmes.
Ein glückliches Zusammentreffen, wie sich herausstellen sollte. Es hat mein Leben verändert. Die Frage ist manchmal immer, ob zum Positiven oder zum Negativen. Zumindest in der Art und Weise, wie Holmes natürlich als Mensch, ne? Wobei, er hat ja auch seine guten Seiten. Eine Oberschwester. Die Kleidung und das weiße Häubchen der Oberschwester verleihen ihr das Aussehen eines großen Albatrosses. Ihre strenge und resolute Art hat schon manchen Patienten überredet, sich selbst zu heilen oder woanders nach medizinischer Hilfe Ausschau zu halten. Oh, ja, Ruhe. Das Schild der Oberschwester zeigt deutlich, dass sie das Wartezimmer eines Krankenhauses mit einem Ort der Anbetung verwechselt. Das ist genau die Art von Irrtum, die dafür sorgt, dass medizinische Institutionen und alle, die darin arbeiten, ein viel zu stark ausgeprägtes Selbstwertgefühl besitzen. Ach, das glaube ich auch. Was mit dir hier? Es bleibt nur zu hoffen, dass dieser Patient bei relativ guter Gesundheit ist. Niemand kümmert sich um ihn. Und wie es aussieht, ist das schon eine ganze Weile der Fall. Tja. Sir, wie lange liegen Sie hier schon? Sir, wie lange liegen Sie schon hier ohne Behandlung? Schon immer, wenn ich mein Zeitgefühl glauben kann. Keiner sagt mir, was los ist. Ich fühle mich schon wie ein Teil des Mobiliars. Okay. Das ist nicht gut. Es ist definitiv nicht gut. Das ist der Leichenbestatter? Obwohl diese Hinweisschilder eigentlich ausreichen und selbsterklärend zu sein scheinen, sind sie doch in Wirklichkeit für Uneingeweihte völlig nutzlos. Besucher, die zum Leichenschauhaus wollten, haben schon endlose Stunden damit verbracht, wieder aus den labyrinthartigen Gewölben der Küche oder der Wäscherei unten herauszufinden. Ah, okay, ist das Gleiche. Ja, wollen wir, komm, mit der Frau Oberin reden wir hier noch. Oberschwester, dürfte ich mir einen Ihrer Neuzugänge einmal ansehen? Das ist doch nicht Christie's Gemäldegalerie hier. Wir haben hier bestimmte Vorgehensweisen, Besuchspläne, Disziplin und so weiter. Aha, deswegen liegt der auch so da rum. Oh. Da ist eine Patientin weggeführt worden. Die Leidenden können sich hier kostenlos, wenn auch oberflächlich, untersuchen, behandeln lassen. Na, immerhin. Mein Name ist John Watson. Ich habe hier mal gearbeitet. Ich erinnere mich. Begabt, aber ohne Rücksicht auf die Krankenhausregeln. Sie haben zugenommen, Doktor. Steht Ihnen nicht. Hat sie uns gerade fett genannt? Sie sehen sehr gut aus. Aus Ihnen ist ein Wimple Street Stutzer geworden. Oder haben Sie eine Klinik für Schönheitschirurgie für verwöhnte Damen auf der Harley Street? Ich arbeite als Allgemeinmediziner in Paddington und... Paddington? Hätte ich mir denken können. Wenn Sie mich entschuldigen würden, Doktor, manche Menschen müssen arbeiten. Boah, dann arbeitet man den Patienten da weg, oder was? Das ist ja nicht wahr. Warte mal. Nach dem Barz habe ich beim medizinischen Korps der Armee gedient. Ich wurde in Indien verwundet und... Ein Militärdoktor? Naja, überrascht mich nicht weiter. Ich sage ja immer, wer etwas kann, der tut es. Wer nichts kann, der geht in den Öffentlichen. Boah, disst die uns? Was mit der los? Warum werden diese Patienten in der Haupthalle behandelt? Dies sind Minderbemittelte, die nicht meinen Hygieneanforderungen für die luxuriöse Unterbringung in der neuen Krankenhausabteilung entsprechen. What? Wenn sie ansteckende Krankheiten haben, wäre eine Isolation in Einzelzimmern doch vernünftiger. Das zeigt nur, wie wenig sie auf Hygiene achten und auf den Wert eines Pfundes. What? Wie ist die drauf? Oberschwester, ich möchte gerne Mycroft Holmes sehen. Ich bin ein enger Freund der Familie. Aber Sie sind nicht sein behandelnder Arzt. Ich kann nicht zulassen, dass einfach jeder von der Straße in unsere neue Intensivstation gelaufen kommt. Ich bin wohl kaum jeder von der Straße. Muss ich mich an die Direktorin wenden? Besucher sind mein Aufgabenbereich. Aber wenn Sie Zeit zu viel haben, wenden Sie... Sie wird vermutlich in ein oder zwei Wochen aus Paris zurück sein. Tja, so lange können wir eigentlich nicht warten. Ja, ich mache an der Stelle einfach mal einen Break und danke fürs Zusehen. Ich glaube, ich werde das weiterspielen. Mal gucken. Man wird's ja sehen.
am nächsten Tag. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und vielleicht fürs Kommentieren und Teilen und Liken. Und hast du nicht gesehen, also das Übliche, denn nur so geht das halt, ne? In sozialen Medien. Ja, wünsche euch was. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Firefox.